Hallo, in diesem Video möchte ich nochmal ein kleines Beispiel zur Vierpoltheorie erklären. Dafür benutze ich folgende Schaltung, die besteht aus drei Widerständen. Einem Widerstand R1, der soll mal 3 Ohm haben, einem Widerstand R2, der soll mal 2 Ohm haben. Und dann ist das ein T4-Pol, das heißt, hier gibt es noch so einen Widerstand in der Mitte. Den nenne ich Widerstand R3 und der soll mal 1 Ohm haben. Und das ist erstmal der T4-Pol und an dem hängt jetzt hier vorne eine Spannungsquelle dran, die heißt UQ1. Und die soll mal 6 Volt haben und dann ist hinten noch eine Quelle angeschlossen, UQ2. Und diese zweite Quelle, UQ2, die soll mal 7 Volt haben. Und das, was jetzt gesucht ist in diesem Beispiel, sind die beiden Ströme, die hier am Eingang reinfließen, der Strom I1 und der hier mal am, wenn man das so nennen will, Ausgang dieser Schaltung rausfließt, der Strom I2. Und dann kann man sich überlegen, okay, wenn ich diese beiden Ströme ausgerechnet habe, dann kann ich immer noch hier einen Knotensatz in der Mitte aufstellen und ja, dann diesen Strom I3 ausrechnen. Das kann ich gleich mal als Formel hinschreiben, als der Differenz der beiden Ströme I1 und I2. Das soll mal die Aufgabe sein. So, und warum brauchen wir jetzt überhaupt sowas wie so ein Netzwerkberechnungsverfahren in dem Fall? Weil es hier diese beiden Quellen gibt, weil diese beiden Quellen gleichermaßen einen Einfluss haben. Wenn es nur eine Quelle gäbe, dann könnte man das alles irgendwie mit Rein- und Parallelschaltung und so Gesamtwiderstand erschlagen. So, und das Ganze soll jetzt hier mal eben mit der Vierpoltheorie passieren. Und die Form der Vierpolgleichung, die jetzt hier sinnvoll ist, ist die mit den G-Parametern, mit den Leitwertparametern, die man eben so in Matrixform aufschreiben kann. Und ich nehme mal gleich jetzt, um diese Vierpolparameter aufzuschreiben, andere Farben. Ich schreibe mal diese ersten beiden in blau, G11 und das G21. Die erste Zahl gibt immer die Zeile an, die zweite Zahl die Spalte. Und in der zweiten Spalte haben wir dann eben die Vierpolparameter G12 und G22. Und ich schreibe die jetzt mal in unterschiedlichen Farben, so dass man am Ende, wenn ich die jetzt ausrechne, besser zuordnen kann, welche Rechnung gehört denn zu welchem Vierpolparameter. Und diese Vierpolparameter werden jetzt eben multipliziert mit den Spannungen am Eingang und am Ausgang. Und das sind in dem Fall jetzt eben die Quellspannungen, die wir haben. Also das sind die Spannungen am Eingang und am Ausgang. Das sind dann die Ströme am Eingang und am Ausgang. Und die werden verknüpft über diese Vierpolparameter. Und das heißt, wenn wir diese Vierpolparameter haben, können wir unsere Quellspannung einfach hier einsetzen und können diese Ströme ausrechnen hiervon. Damit das passieren kann, brauchen wir aber erstmal diese Vierpolparameter hier an der Stelle. Und ich fange mal an, das G11 auszurechnen. Und jetzt kann man sich überlegen, was passiert denn hier, wenn man diese Matrix-Vektormultiplikation ausführt, rechnet man immer Zeile mal Spalte. Also steht ja eigentlich der Strom I1, ergibt sich aus dem mal dem plus dem mal dem hier. Das heißt, wenn wir das G11 haben wollen, nehmen wir I1, den Strom I1 am Eingang, teilen den durch die Spannung am Eingang. Und damit dann dieser zweite Vierpolparameter hier keine Rolle spielt, das G12, sagen wir, das soll bitte unter der Bedingung passieren, dass wir am Ausgang keine Spannung haben, dass der Ausgang dieses Vierpols kurzgeschlossen ist. So, und diese Bedingung, dass der Ausgang kurzgeschlossen ist, die kann man sich jetzt hier relativ einfach denken, indem ich hier mal die Quelle überdecke durch dieses Blatt hier. Ich hoffe mal, das hält hier so einigermaßen auf diesem Whiteboard. Ich mache das mal rasch mit ein paar Magneten fest. Jetzt haben wir den Ausgang des Vierpols kurzgeschlossen. Und jetzt können wir zum Beispiel sagen, dass hier vorne das U1, das soll mal eine Ursache, eine Quelle sein. Und dann betrachten wir von dieser Quelle die Wirkung. Und der Trick ist jetzt eben, die Ursache einfach abzuschreiben und
von dieser Ursache, von dieser Quelle die Wirkung auszurechnen. Also schreibe ich mal die Ursache ab, das U1, und rechne jetzt von dieser Quelle U1 die Wirkung aus, also welcher Strom fließt hier. Und das ist relativ einfach, das ist einfach der Gesamtstrom in dieser Schaltung, der ergibt sich aus dem Gesamtwiderstand, den diese Quelle hier sieht. Und dann können wir schauen, wenn es den Kurzschluss gibt, dann sind diese beiden Widerstände parallel geschaltet, R2 und R3 und dazu der Widerstand R1 in Reihe. Also kriegen wir den Strom raus als U1 geteilt durch den Widerstand R1 plus die Parallelschaltung von R2 parallel zu R3. Und dann kürzen sich hier einfach diese beiden Spannungen weg. Es bleiben nur Widerstände über, das soll ja auch so sein. Und jetzt können wir einfach diese Widerstände da einsetzen und das halt mal ausrechnen. Der Widerstand R1 ist 3 Ohm groß. R2 und R3 sind 1 Ohm und 2 Ohm groß. Wenn man 1 Ohm und 2 Ohm parallel schaltet, sind das 2 Drittel Ohm, 2 mal 1 durch 1, 2 plus 1, also 2 Drittel Ohm. Und jetzt kann man ein bisschen Bruchrechnung machen im Kopf. 3 sind 9 Drittel. 9 Drittel plus 2 Drittel sind 11 Drittel und das Ganze umgekehrt sind 3 Elftel und 1 durch Ohm sind Siemens. Also den ersten 4-Pol-Parameter hier, den haben wir jetzt schon mal erfolgreich bestimmt. So, dann mache ich mal weiter direkt mit dem zweiten, also mit dem 4-Pol-Parameter in der zweiten Zeile, ersten Spalte. Der ergibt sich jetzt eben genauso aus dem Strom I2 geteilt durch die Spannung U1. Und zwar ebenso unter der Bedingung, dass die Spannung am Ausgang 0 ist, dass wir einen Kurzschluss am Ausgang haben, sodass der 4-Pol-Parameter G22 hier erstmal keine Rolle spielt. Und dann können wir genau das Gleiche machen, können wieder sagen, das ist eine Ursache und das hier ist eine Wirkung. Bei der vorherigen 4-Pol-Gleichung vielleicht noch zu erwähnen, war das jetzt relativ egal, weil das ja beides am Eingang gegeben war. Was man jetzt als Ursache und Wirkung nimmt, hier ist die Bedingung am Ausgang, ebenso wie hier. Deswegen kann das nicht die Quelle sein. Das muss die Wirkung sein. Wenn wir irgendwie eine Stromquelle am Ausgang anschließen würden, an dieser Stelle hier, dann wäre ja nicht notwendigerweise diese Bedingung erfüllt, dass wir den Kurzschluss am Ausgang haben. Also hier muss die Ursache, die Quelle, machen wir noch hier einen Schrägstrich Q für Quelle, die muss eben ganz unbedingt am Eingang sein. So, und dann können wir das hier genauso ausrechnen. Ich versuche mal ein bisschen platzsparender zu schreiben und wieder genau sagen, wir schreiben die Ursache erstmal einmal ab, das U1, und rechnen jetzt eben den Strom aus, der sich hier am Ausgang ergibt, durch diese Quelle, die wir jetzt hier am Eingang angeschlossen haben. Und jetzt ist es ja eigentlich relativ einfach. Wir nehmen den Strom, den wir schon mal vorher ausgerechnet haben, und wenden jetzt darauf noch die Stromteilerregel an, weil dieser Strom teilt sich jetzt hier auf. Also kann ich einfach das aufschreiben, was wir vorher schon mal hatten. U1 durch R1 plus R2 parallel zu dem Widerstand R3. Das ist erstmal der Gesamtstrom I1, gerade eben schon berechnet. Und jetzt brauchen wir noch die Stromteilerregel und die sagt uns, okay, wir brauchen den Widerstand im anderen Zweig geteilt durch die Summe dieser beiden Widerstände, also mal R3 durch R2 plus R3. So, und dann das hier vorne, da kann man natürlich wieder die Spannungsquelle rauskürzen oder die Spannung herauskürzen. Da kommen dann erstmal wieder diese 3 Elftel Siemens raus. Und jetzt brauchen wir noch diesen Stromteilerfaktor hier hinten. Und das sind eben 1 durch 1 plus 2, also 1 Drittel mal 1 Drittel. Dann kürzen sich die 3 weg und dann bleiben das 1 Elftel, sind das 1 Elftel Siemens, die dort überbleiben an dieser Stelle. So, damit sind die ersten beiden 4-Pol-Parameter schon mal hier bestimmt. Und ich mache mal weiter mit den anderen beiden, mit dem G12. Das G12 ergibt sich jetzt eben genauso aus dem Bruch. Wir nehmen I1, teilen das durch U2. Unter der Bedingung, dass dieser 4-Pol-Parameter keine Rolle spielt, das G11, dafür muss die Spannung am Eingang des U1 muss 0 sein.
Und jetzt kann man das eben genauso sich überlegen. Also ich nehme jetzt den Kurzschluss hier vom Ausgang weg, packe den jetzt hier vorne an die Schaltung ran. Jetzt denken wir uns hier an der Stelle hier vorne den Kurzschluss und sagen wieder, da müssen wir an dieser Stelle hier die Wirkung ausrechnen. Das ist die Wirkung und das hier unten ist die Ursache, das ist die Quelle. Und das kann direkt die Quelle UQ2 sein, die hier jetzt an der Stelle schon angeschlossen ist. So, und dann schreibe ich das erstmal wieder so auf. Ich schreibe die Quelle, die Ursache, das U2 ab. Und jetzt rechnen wir eben in Ursache dieser Quelle den Strom hier vorn aus an der Stelle. Also was machen wir? Wir rechnen erstmal wieder den Gesamtstrom aus und wenden darauf die Stromteilerregel an, um auf diesen Strom hier hinten zu kommen. Und der Gesamtstrom ergibt sich jetzt eben aus der Quelle U2 geteilt durch diesen Widerstand. Und wenn das hier vorne kurz geschlossen ist am Eingang, sind diese beiden Widerstände, der 1 und der 3, ja parallel. Also steht hier R2 plus R1 parallel zum Widerstand R3. Und weil diese Quelle ja eigentlich einen Strom in diese Richtung treiben würde, wir jetzt aber den Strom in die andere Richtung betrachten, muss hier noch ein Minus davor. Und dann wird das Ganze eben multipliziert wieder mit der Stromteilerregel hier. Wir suchen diesen Strom, also nehmen wir den Widerstand im anderen Zweig, den Widerstand R3, teilen den durch die Summe von R1 plus R3, können dann die Spannung an der Stelle einfach wieder wegkürzen und das jetzt halt ausrechnen. Und so viel Platz habe ich jetzt nicht mehr hier, deswegen mache ich erstmal kurz weiter mit dem anderen 4-Pol-Parameter, weil da taucht genau diese Rechnung ja auch wieder auf. Wenn wir jetzt den hier unten ausrechnen würden, ergibt er sich aus dem Strom I2 durch die Spannung I2 unter der Bedingung ebenso, dass die Spannung am Eingang 0 ist, sodass erstmal dieser 4-Pol-Parameter G21 keine Rolle spielt. Und um den jetzt auszurechnen, machen wir eigentlich genau die gleiche Rechnung natürlich. Wir schreiben die Ursache, diese Quelle hier ab und rechnen jetzt die Wirkung dieser Quelle, den Strom hier aus. Und das ist genau die Rechnung, die hier schon steht. Also die Spannungsquelle durch den Gesamtwiderstand dieser Schaltung aus Sicht dieser Quelle da am Ausgang. Das ist R2 plus R1 parallel zu R3. Und auch hier muss noch ein Minus davor, weil diese Spannungsquelle ja eigentlich einen Strom in die andere Richtung treiben würde. So, und dann kann ich hier die Werte einsetzen und das einfach ausrechnen und muss mal ein bisschen kleiner schreiben. Also natürlich kürzen sich auch hier die Spannungsquellen weg. Dann haben wir diese beiden Widerstände parallel, 1 Ohm parallel zu 3 Ohm, einmal 3 durch 1 plus 3 sind 3 Viertel. Und da kommen eben jetzt noch 2 Ohm mit dazu. Und dann ja, kann man sich wieder überlegen, 2, das ist das gleiche wie 8 Viertel, 8 Viertel und 3 Viertel sind 11 Viertel. Also haben wir jetzt hier an dieser Stelle 4 Elftel Siemens. Und zwar noch mit einem Minus davor. Das muss ich hier mal noch ergänzen. Das ist das Minus hier von der umgekehrten Stromrichtung. Und diese 4 Elftel Siemens, die haben wir jetzt hier auch. Und zwar korrekterweise minus 4 Elftel. Und das Siemens muss natürlich über den Bruchstrich. Und dazu kommt jetzt an dieser Stelle hier noch die Stromteilerregel. 1 Ohm geteilt durch die Summe dieser beiden, das sind 4 Ohm, also mal 1 Viertel, dann kürzen sich die Viertel auch wieder weg und da bleibt minus 1 Elftel Siemens über. Das schreibe ich jetzt erstmal nicht mehr mit hin, das passt hier nicht mehr so richtig mit auf die Tafel. Aber was ist jetzt passiert? Wir haben jetzt alle diese 4-Pol-Parameter bestimmt, können die jetzt wunderbar in diese Gleichung hier oben einsetzen. Und können das halt mal ausrechnen, was in dieser Matrix-Vektor-Multiplikation passiert. Und ich nehme jetzt auch wieder die anderen Farben, um das hier einzusetzen. Wir haben einmal 3 Elftel Siemens, dann haben wir 1
elfte Siemens hier unten. Und die anderen beiden Vierpol-Parameter waren jeweils minus 1 elfte Siemens und minus 4. Ups, und ich sollte das lieber in grün schreiben an der Stelle, weil das ja hier unten auch in grün geschrieben war. Also minus 1 elfte Siemens und minus 4 elfte Siemens. Und die werden jetzt eben immer noch multipliziert mit den beiden Quellspannungen. Und die beiden Quellspannungen kann ich jetzt einfach hier einsetzen. Die Spannung U1, jetzt denken wir uns natürlich wieder diese Quelle hier dran. Die Spannung U1 am Eingang sind dann die 6 Volt. Und die Spannung am Ausgang sind hier die 7 Volt. Und jetzt kann man einfach dieses Matrix-Vektorprodukt ausrechnen. Die Elfte, die wir überall drin haben, die schreibe ich mal davor. Und die Siemens und Volt, die wir überall haben, da kommen gleich Ampere raus. Die schreibe ich dann einmal gesammelt für die Ampere hin. Und jetzt können wir halt rechnen. Okay, 3 mal 6 sind 18, minus 1 mal 7, 18 minus 7 sind 11. Also kommt hier raus 11 Ampere. Und für die zweite Zeile 1 mal 6 sind 6 und 4 mal 7 sind 28. 6 minus 28 sind minus 22 Ampere. Und jetzt kann man noch jeweils den Bruch hier kürzen. Ein Elfte von 11 sind natürlich 1. Also dass hier für den ersten Strom erstmal rauskommt 1 Ampere und für den zweiten Strom dann rauskommt minus 2 Ampere. Und damit kann man jetzt natürlich mal eine kleine Probe machen in dieser Schaltung. Dafür nehme ich mal noch die verbleibende Farbe Rot, um das hier so ein bisschen zu ergänzen. Also hier haben wir jetzt ausgerechnet, das sind minus 2 Ampere und hier vorne haben wir jetzt ausgerechnet, das sollen 1 Ampere sein. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, minus 2 Ampere in diese Richtung, das wäre genau das gleiche, wie wenn ich jetzt plus 2 Ampere in diese Richtung zu fließen habe. Und wenn ich jetzt 1 Ampere und plus 2 Ampere auf diesen Strom hier zu, auf diesen Knoten zuzufließen habe, ergibt sich natürlich für diesen Strom dann 3 Ampere. Und das heißt, also das würde erstmal den Knotensatz erfüllen, beziehungsweise haben wir jetzt den Knotensatz genutzt, um diesen dritten Strom auszurechnen. Jetzt wäre natürlich noch die Frage, ob diese beiden Maschensätze hier funktionieren. Wenn wir jetzt 1 Ampere durch einen 3 Ohm Widerstand durchfließen zu haben, ergibt sich hier ein Spannungsabfall entsprechend von 3 Volt. Genauso, wenn wir 3 Ampere durch einen 1 Ohm Widerstand fließen haben, ergibt es auch 3 Volt. Und 3 Volt hier und 3 Volt hier zusammengerechnet ergeben 6 Volt, genau die gleichen 6 Volt, die wir hier vorne an dieser Stelle haben von der Quellspannung UQ1. Und hier drüben können wir jetzt noch ausrechnen, 2 Ampere, die durch einen 2 Ohm Widerstand fließen, das ergibt 4 Volt. 4 Volt und 3 Volt zusammen sind 7 Volt, das sind genauso viel wie diese 7 Volt, die wir hier auf diesem Weg abzufallen haben. Und das ist jetzt nochmal ein schönes Beispiel, wie man eine solche Schaltung mithilfe der Vierpol-Theorie rechnet. Also erstmal diese Vierpol-Parameter ausrechnen. Das ist jetzt hier zugegebenermaßen in diesem Beispiel ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Ein sehr aufwendiger Weg eigentlich, um am Ende diese beiden Ströme hier auszurechnen. Der Vorteil dieser Vierpol-Parameter, die wir hier unten jetzt haben, ist aber, dadurch ist diese Schaltung unabhängig von diesen Quellen komplett charakterisiert. Also ich könnte jetzt hier auch andere Quellen anschließen, eine Quelle hier vorne, einen Widerstand hinten oder einen Widerstand hinten und eine Quelle hier vorne. Oder Kombination könnte diese Vierpol-Schaltung mit anderen weiteren Vierpol-Schaltungen in Reihe parallel schalten und so weiter und so fort. Dafür bräuchte ich auch wieder diese Vierpol-Parameter, vielleicht nicht in der Leitwertform. Die Leitwertform hat sich jetzt hier angeboten, um aus den Spannungen hier die Ströme auszurechnen. Wenn man jetzt diesen Vierpol weiter in größeren Schaltungen benutzen möchte, braucht man vielleicht auch andere Parameter, Widerstandsparameter, Kettenparameter, A-Parameter, R-Parameter und so weiter und so fort, meinetwegen auch Hybridparameter. Die dann aber aus denen jetzt auszurechnen, ist dann eigentlich ein relativ kleines Problem, weil dafür nimmt man einfach Formeln aus Formelsammlung.